Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Warum ist das ein Segensschrein? Ich dachte, ich krieg jetzt einen geilen Schrein. Och man. Ich hab so viele Segensschreine schon. Maxi-Medizin. Naja, immerhin was Geiles, was ich auch wirklich brauchen kann. Naja. Gut. Starten wir halt mit dem Segensschrein. Hätte ich ja auch noch in der letzten Folge zeigen können. Naja, egal. Wir haben 9 von diesen Dingern. Könnten uns nochmal 2 Herzchen holen. Wäre nicht schlecht. Ich freue mich übrigens jetzt, dass wir endlich nach Hateno kommen. Das wird nice. Wir haben 65 Schreine und 250 Crocs. Nice. Vielleicht, ach, weil man die vielleicht besiegen muss, die komischen Typen da. Naja, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, wir haben hier einen neuen Schrein übrigens. Ah ja, der ist auch direkt über dieser Wurzel. Sehr gut. So wie es sein soll. Weil wir hatten hier ja auch Schreine, die haben wir noch gar nicht markiert im Untergrund, ne? Hier den zum Beispiel. Da kommt eine Markierung. Zack. Und den Schrein hier. Da ist auch eine Wurzel. Den Schrein haben wir auch nicht. Den Schrein haben wir auch nicht. Und den Schrein haben wir auch nicht. Cool. Haben wir wieder ein paar Wurzeln markiert. Das ist gut. Das sieht auch so crazy aus hier, ne? Hier ist eine Magierstatue. Also ich wollte ja eigentlich nach Hateno, ne? Achso, da sind übrigens schon das ist unser nächstes Gebiet, was wir erkunden werden. Da habe ich schon mal die Crocs geplaced. Also nach dem Himmel. Ja, also das dauert noch ein bisschen, bis wir das hier machen, weil mein Ziel ist es jetzt eigentlich tatsächlich nach unten alles zu completen, dass wir quasi sagen können, okay, wir haben von hier, von der Map aus, das untere Quadrat quasi komplett fertig. Also das ist so mein Ziel. Deswegen habe ich jetzt schon mal hier markiert. Es ist nicht so viel, ja, aber man muss halt trotzdem überall hinlatschen, ne? Aber das wird schon cool. Also hier wird relativ einfach zu erkunden sein. Das ist nicht so wie hier, wo rauf und runter und rauf und runter und Teleport und hier und da und tschüss und tralala. Nee, das ist ein bisschen einfacher. Aber als allererstes gehen wir hier hin. Wir haben ein paar Sachen vor. Wie gesagt, Hateno steht jetzt auf dem Plan. Also wirklich für diese Folge gehen wir nach Hateno. Batterien auffüllen machen wir. Dann haben wir noch 2 Batterien, die wir dann noch boosten können. Das ist gar nicht so schlecht. Wir holen uns jetzt noch die 2 Craggies. Wir hätten uns eigentlich die Batterien zuerst holen sollen, ne? Das wäre wahrscheinlich besser. Ich geh zuerst die Batterien holen. Das ist einfacher. Dafür muss ich nach hier. Weil hier zum Schrein können wir uns ja immer wieder brauchen, ne? Dann holen wir uns jetzt die Batterien. Der kann dann in der Zwischenzeit, wo wir wieder auf Erkundungstour gehen oder mit Hateno beschäftigt sind, kann der wieder... ne? Dingsbums machen. Kann er wieder Nachschub machen. Und wir gönnen uns jetzt erstmal hier die hier. So. Und davon nehmen wir uns 20, wenn ich nicht. Ja. So, damit können wir uns nämlich 2 Batterien gönnen. Das machen wir eigentlich immer hier. Hier können wir uns auch dann die Herzen holen. Aber jetzt erstmal wichtig, die Energie pushen.
Mehr Energie. Dann haben wir 4 komplette Energiezellen. Das ist auch geil. Bin echt gespannt, wie viele man echt insgesamt braucht oder haben kann. Wahrscheinlich so 10. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber Sunanium kannst du eigentlich unendlich bekommen, ne? Ach nee, wir wissen ja schon, wie das Maximum ist. Das sind ja 8. Du hast ja da unten dieses komische Ding da bei Link. Da sind ja nur 8 Plätze. Also du kannst auch natürlich nur 8 Energy Cells. Wir holen uns zuerst die Herzen. Hello. Tach. Give me my heart. So. Plump. Plump. Und noch eins. Ich will mein Herz. Flomp. Sehr gut. Dann nach oben. Was machst du denn hier? Musu. Was machst du hier? Zeit für einen Generationswechsel im Dorf der Soras. Zeit für König Sidon und König Jona. Allerdings muss König Sidon aus neu hinzugekommenen Pflichten als Weiser erfüllen. Dann werden wir diesen Spätposten beschützen. Ah. Ach ja, stimmt. Die sind ja auf uns. Ah, die wollen uns ja helfen, ne? Die haben uns ja quasi. Haben sich ja uns angeschlossen. So, mein geiles Dino-Konstrukt. Gib mir Energie. Damit haben wir ja die Hälfte schon mal gesammelt. Cool. 4 volle Energiezellen und eine kleine Mini-Energiezelle. Ich muss gerade überlegen. Hateno war auf unserem Plan, ne? Ja. Aber es gab auch noch einen anderen Plan und das war hierhin. Warum? Feenverstärkung. Ich wollte die Rüstung doch noch upgraden. Diese Folge ist wirklich so upgraden und Vorfreude auf Hateno. Und am Ende der Folge gehen wir wahrscheinlich wieder nicht zu Hateno. Nein, nein, nein. Diese Folge muss Hateno sein. Schluss aus, fertig. Wir gehen nach Hateno. Okay, ich muss. Ich glaube, ich gehe nicht mehr zu dieser Fee. Die ist ja mega weit entfernt. Muss man richtig weit laufen. Vor allem früher konnte man bei diesen Feenquellen immer Feen sammeln. Ist so doof, dass das jetzt nicht mehr ist. Hallo? Na?
die hier am Rumstöhnen sind, ey. Ah. So. Sora-Gewand können wir mal auf Stufe 2 bringen. Dann können wir nämlich den Set-Effekt aktivieren. Ah. Ja, ja, ja. So. Was kostet das nächste denn? Okay, kostet mich erstmal 200, das ist schon mal crazy. Aber Kletterschuhe. Kannst du gerne mal verstärken. Stufe 2 müsstest du auch schaffen eigentlich. Nein, 4 Elektro natürlich. Ja, das können wir auch machen, aber das kostet mir gerade zu viel. Blauer Leune. Ja. Heilia-Rüstung könnte man upgraden. Heilia-Hose. Ich habe nicht, ob ich die 50 Rubine da investieren will. Da mache ich doch lieber hier so ein Ding. Ja. Ich würde sagen, die Haube. Kostet mich auch 200. So, was macht die jetzt? Ach ja. So, ein bisschen geupgradet wenigstens. Weil, warum konnte ich den Ninja-Anzug nicht? Moment. Komm doch mal raus. Zeig mir mal, warum ich die Ninja-Rüstung nicht machen kann. Schleichschnecken. Aha. Farodra-Schuppe. Okay, wir müssen Schleichschnecken und Klammerkröten unbedingt finden. Und wir müssen Farodra jagen. Wo kriege ich Farodra? Ist der hier unten? Hier ist Faroria zumindest. Könnte sein, dass der hier dann ist. Ich habe gerade Anime-Plateau gelesen. boah. Gerudo. Zirko. Also hier hinten ist Nydra. Hier, oder? Hier. Ranel. Nydra Schneefeld, genau. Hier luppelt Nydra rum. Ist Farodra dann hier irgendwo? Nee, ne? Ich meine Farodra... Oh, wait, hier war doch was. Hier war doch irgendwo dieses... Der Turm, Moment. Ach, das war das hier, ne? Abgrund am Nydra, ja. Hier ist Weißdrache. Der ist irgendwie so hier in der Gegend, ne? Obwohl, der schwebt überall rum, ne? Der schwebt ja überall rum. Ja, könnte Farodra wirklich hier unten sein. Weil hier Faroria, ne, wird passen. Ich mach mir mal da, kann ich mir mal einen so einen Marker setzen. Okay, also Kleidung verstärkt haben wir. Gut, wir haben die Kleidung verstärkt. Ach nee, Quatsch. Nicht zu dem Turm. Wir wollten nicht zu dem Turm. Wir wollten doch noch nach Dingsbo. Ach, scheiß drauf. Komm, machen wir später. Wir wollten uns noch Marunos hier mit den Crocs holen, aber lassen wir das. Können wir später machen. Wir müssen noch da. Da hinten ist Hateno. Da fliegen wir jetzt hin.
Da oben dürfte das Institut sein wieder, ne? Ich könnte jetzt natürlich nachgucken, ob auf diesen Bäumen irgendwo eine Krog ist. Dann könnte ich mir das schon drehen. Ach, auf allen Bäumen ist ein Krog. Ja, moin. Ja, dann holen wir uns schon mal den da. Holen wir uns wenigstens den Krog. Kann ich dann auch löschen. Da ist es. Hateno. Okay, und was zum Henker ist unter uns? Was ist das hier? Hateno. Doch. Hi. Simim. Ach, Link, wir haben uns ja ewig leid nicht gesehen. Link, du bist zurück? Verzeih, meine Überschwang. Ganz offensichtlich bist du zurück. Und das hieß dann wohl, dass Zelda nicht zurück ist. Oh. Ich hatte es schon befürchtet, als ich dich allein hier sah. Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Wusstest du, dass diese Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Nein. Die Kinder liegen ihr so sehr am Herzen. Sie würde bestimmt als allererstes hier vorbeischauchen, wenn sie wieder auftaucht. Weiß ich jetzt nicht, ob sie unbedingt hier sofort auftauchen wird, aber sie würde irgendwann mal hier auftauchen. Ich unterrichte derzeit Geschichte, ein Fach, das der Prinzessin sehr am Herzen lag. Geschichte ist auch so. Thema ist die Verheerung. Ja, nun, wenn du möchtest, kannst du gerne am Unterricht beiwohnen. Hättest du Lust? Der Unterricht beginnt morgens und endet gegen Mittag. Komm gerne ins Klassenzimmer im Erdgeschoss. Ist das eine Secret Quest quasi? Oh, guck mal, wie süß die Bilder. Okay, die Musik ist schon witzig. So irgendwie so Trolley-mäßig, ne? So. Okay, hier haben sie einen Spielplatz. Cool. Haben die auch so Sachen, was ich snacken kann? Nee. Ja, was ist das dann hier oben? Ach so, das ist einfach nur so ein Feld. Hallo Hateno. Ich bin endlich da. Natürlich ist hier erstmal ein Brunnen. Hi. Moment mal. Nase kitzelt und wenn Nase kitzelt, bedeutet das, ich muss niesen. Ganz ehrlich. Scheiß auf den Brunnen erstmal. Den können wir später machen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe auch so den Weg gedrückt. Brunnen können wir später machen. Hä?
Ein Wischmob. Diese Waffe. Ah ja. Natürlich ist der Wischmob. Hä? Willst du mich verarschen? Das wurde nicht als Wischmob gespeichert? Fuck you. Oh, die Nachtmusik ist echt cool. Okay, der ist am Pennen. Ein Ei nehme ich mir um. Natürlich ist da hinten eine Sternschnuppe. Irgendwo da. Ja, komm, Scheiß drauf. Oh ja, diese Musik ist so gut. Lol. Hier ist ein kleines Pilzproblem, oder? Das sieht voll schön aus irgendwie. Das sieht echt voll schön aus, wow. Er hat mich bemerkt. Ach, das ist diese Schüchterne. Was suchst du denn um diese Zeit noch in Hateno? Wir haben hier nur Gemüse, so gut und sonst nicht. Es lohnt sich nicht, uns zu überfallen. Verstehst du? Oh, jetzt, wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Wenn du möchtest, hier bitte. Warum gibst du mir ein Ei? Oh. Ich war so angetan von dir, da habe ich dir mein kostbarstes Ei gegeben. Vergiss bitte, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Oh. Deine Gefühle sind wie eine Hühnerei? So zerbrechlich. Oh. Da bitte ich dich inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Mm. Ich weiß, man ist im siebten Himmel, aber er ist auch ganz schnell weg. Ah. Ich kann nicht. Ah. Das bringt nichts. Ich hatte mich gefragt, ob man Eier von der romantischen Seite betrachten könnte. Oh. Aber im Grunde sind Eier doch einfach am besten, wenn man sie kocht und genießt. Ich werde ja jetzt weiterarbeiten. Die Läden und der Unterstand sind rund um die Uhr geöffnet, also geh und genieß deine Zeit. Was läuft nicht gut? Oh. Ach, du bist wieder so ein Pilztyp. Moment, Moment, eine Sekunde. Oh. Oh, so wie du auf mich zugekommen bist, hätte ich schwören können, du wärst Bürgermeister Riednar. Wer ist denn Riednar? Was ist das denn für ein Name? Bist du auch wegen dieser Modefirlefanz hier? Die meisten kommen entweder wegen des Gemüses nach Hateno oder wegen diesen allgemeinen Klamotten von Sagono. Weder noch. Oh. Na dann, vielleicht willst du zur berühmten Färberei. Ja. Und das Forschungsinstitut. Oh. Ja, genau das will ich. Aber eigentlich... Eigentlich... will ich dahin. In unser Haus. Ist eigentlich ein Krog? Das war zumindest unser Haus. Vielleicht ist es das noch, tatsächlich. Dass man jetzt nicht mehr diese... Wie viele Rubine braucht man hier? 1000 oder 10.000? Guck mal da. Bilder sind cool. Ist das Epona? Cool. Zeldas Tagebuch. Okay, das lesen wir jetzt noch nicht. Schlafen bis abends, weil ich finde die Musik so geil. Zeldas Tagebuch. Oh mein Gott, das machen wir in der nächsten Folge sofort. Und? Bonus? Kriegt man noch einen Bonus? Nee. Schade. Oh, wie cool ist das denn hier? Es gehört tatsächlich noch uns.
Hey, jetzt geht's aber zu weit. Jetzt bist du zu weit gegangen. Nee, das kann ich nicht akzeptieren. Was machst du hier? Natürlich musst du nach ganz da oben. Oh, da oben ist ein Satori-Tiri. Schade, dass du nicht in diese Richtung wohnst, weil sonst hätte ich dir eine Rakete an den Arsch gebappt und dich irgendwo darunter geschossen. Runter von meinem Grundstück! Ciao! Viel Spaß beim Sterben. Boah, wieder runtergebounced ist und... Ja, weg. Mein Grundstück. So gehört sich das. Lol. Oh, ich habe ja auch einen eigenen Brunnen. Brunnen von Zeldas Haus? Wie, was? Habe ich gerade in Zeldas Bett geschlafen? Eine Frage. Moment mal. Moment. 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 Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und das, ich sage euch das aber jetzt in der nächsten Folge. Wir hören uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.